später muss man es wahrscheinlich richtig, richtig machen. So, hier ein Band. Das blaue Band, Cordon Bleu. Oje, oje. Oje, oje, oje. Warum willst du nicht so, wie ich will? So, da fahren wir hier drüber, genau. Ja, schön. Das lässt sich ja toll stapeln. Dann hier, aber sobald es geht, wieder runter. Komm. Ach so. Nee, nee. Hier, so, ja. Du kannst wieder landen, wenn du magst. Da brauchst du ja meine ganze tolle Kohle hier. Hochenergetische Kohle. Ah, müssen wir auch noch machen, ne? Das Graphit. So. Dann hier rein. Und ich würde sagen, dass die Foundations, die können wir eigentlich in einem Lager speichern, da wir die ja eh nicht weiterverarbeiten können. Lager. Splitter, Lager. Lager. Der muss weg. Da kommt ein Endlager hin. Könnt ihr die reingeben? So. Ach, keine Tesla Tower nicht. Das Spiel will mich ärgern. Komm schon, Dronis. Ist gleich neben euch. Fliegt hin. So. Angenehm. Das wird gebaut, das wird gebaut. Ja, wird das mit dem Bus doch was? Aber das Einfädeln wird die Hölle. So, hier werden ja die Halbleiter gebaut. Ja. Oh, es sind schon ein paar am Start. Oh, das gefällt mir echt gut, weil dann kann man auch mal Zwischenlager machen zwischen den Bändern. Das ist ganz gut. So, als nächstes. Ah, das Spiel ist so geil. Es ist so geil, ich feiere es einfach nur noch. Hier, die Dinger da, die Dinger. Wie machen wir die Dinger? Mit dem und dem. Okay, das eine, das machen wir ja schon, das Röhrendingsi. Können wir jetzt mal ein paar vom Band nehmen? Oder alle? Und dann bauen wir mal ein paar von den Stations da. Ja, ein paar. Eine. Wieso, was ist das Problem? Eisen natürlich. Eisen ist das Problem natürlich. Ist doch klar. Ja, wir sollten wirklich mal so ein Zwischenlager machen, damit wir nicht immer alles vom Band nehmen müssen. Das ist vielleicht das nächste dann. Die Türmchen. Will ich mal ein paar verteilen, denn die können ja den Mech aufladen. Wenn ich da richtig informiert bin. Die sind die mit der hohen Reichweite. Ja, mit der kleinen Versorgungsreichweite dafür. You built a wireless power tower. Power Tower. Long distance power transmission caused by its longer connection distance. What's exciting is that it can also charge Mecha by using electricity from the grid. Exciting, ja. Exciting. Komm, ich baue mal random ein paar hin. Ah
Aber der Anzug braucht anscheinend sehr viel Strom. Weil immer wieder der Strom ausfällt, wenn ich in der Nähe von so einem Kasten komme. Oder von so einem Turm komme. Seht ihr das? Das Symbol. Aber er lädt gut auf, er lädt gut auf. Vor allem apropos Aufladen. Ne, hier haben wir ja... Wir wollten ja mal... Graphit wollten wir machen, ne? Graphit, Graphit, Graffitis. Jetzt kommt die Kohlelein so blöd hier rein, dass ich sie wahrscheinlich umfädeln muss. Und zwar würde ich die ganz nach hinten fädeln zuerst. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, und dann hoch. Was ist das Problem? Der Bänderwahnsinn. Die Bandnudeln. Sie haben einen Namen. Es ist die Bandnudel. Sie kommt. Alter, ey. Nein, nicht die Bandnudel. Dann reißen wir das da vorne ab. Und können das da rüber verbinden. Ja, genau. Schön. Hier reißen wir es ab. Nein, nicht mehr abreißen jetzt. Verbinden jetzt. Jetzt verbinden. Alter, willst du mich ärgern? Verbinden. Verbinden. Ja, genau. Verbinden. So. Ja, und sobald da, sobald da Kohle ankommt, oder? Was ist das jetzt schon? Sind das die Foundations? Nee, ja, hier kommen die Foundations rein, ne? Warum wird da nichts gemacht? Warum wird hier nichts gebaut? Warum kriege ich keinen Beton? Ah ja, toll, ist abgestürzt. Ah, toll, ihr habt es abgerissen, deshalb. Der Mech ist leer. Es ist ein Mech leer. Ja, komm, der Power Grid, der braucht noch ein bisschen. Wie heißen die Dinger? Windturbinen? Windkraftwerke. Alles grüner Strom hier. Sieht das Ganze viel besser aus gleich. Wie er auflädt. Und wir bekommen jetzt... Ja! Endlich! Unsere erste Foundation... Das gleich mal testen, testen, testen. Da hinten wollten wir die machen. Hier. Was? Was eine ist nicht genug. Expand. Ach, ist das. Ah, ich verstehe. Eins ist eins, oder? Ja, eins ist wahrscheinlich eins. Ja.
1-1. Gut. Heißt, wir werden noch etwas warten müssen, bis wir das ausbetonieren können. Ja, nicht schlimm. Wir haben in der Zeit ja mit der Kohle zu tun. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle kaufen. Polaroid, Cholesterin. Ja, ich rede schon wieder Blödsinn. So. Ich weiß auch nicht, was man bei so einem Let's Play hier großartig sagen soll. Ist ja sonst schon schwierig genug, aber hier schlägt immer alles. Wüt. Das kommt weg. Dann machen sie hoffentlich jetzt die Kurve schön. Ich habe die Kurve schön. Mach sie. Mach. Ja, macht. Dann kommt hier die Schmelzerelze. Nebenbei ein neues Band für das Produkt. Mal rein, mal raus. Und da gibt es jetzt Graphit. Graffiti. Was gibt es noch Tolles? Was können wir denn noch? Was müssen wir denn noch? Was haben wir noch nicht? Was sind das zum Beispiel? Öl. Aha. Waterpump. Aha. Ja gut, Wasser haben wir eh fast auf dem ganzen Planeten, glaube ich. Werden wir eher lokal bauen. Da werden wir keinen Bus anlegen für. Ölextraktor, Ölrefinerie, Waterpump. Thermal Power Station. Aha. Ah ja, Motoren wollten wir bauen. Momos. Was brauchen Motoren? Motoren brauchen... Hey, ziemlich basic. Eisen, Zahnräder und Magneten. Elektromagneten. Ja, wir machen einfach so weiter, komm. Ah, wenn wir getankt haben. Was ist los? Warum ist der Micha so langsam? Jetzt hängt er wieder irgendwo fest. Wir machen einfach hier weiter. Ich wollte mal dann die Motoren herstellen. Das heißt, wir brauchen 3 Bänder, die reingehen eigentlich. Eigentlich. Eins, das rausgeht. Das heißt, es wäre eigentlich blöd, das hier zu machen. Also wir lassen hier eins frei, oder? Nee. Doch. Wir lassen hier eins frei, da kommt bestimmt noch was zwischendurch. Dass wir da reinpatzen können. Wir bauen unsere Fabrik aber eins weiter drüben. Wie war jetzt das nochmal? Fabrik hier. Denn der braucht hier 3 Sachen. Also 3 Bänder. Eisen. Ist auch aus Eisen. Eigentlich, da das ja aus dem gemacht wird, könnten wir es gleich nebenan herstellen.
Verrückt, ne? Das machen wir jetzt auch. Komm, hier, Zahnräder. Da werden wir das erste Mal so einen Splitter benutzen. So ein Splitter. Wo haben wir denn die Eisenlinie? Da haben wir die Eisenlinie. Und zwar, zuerst brauchen wir Fundamente. Haben wir jetzt ja 90, sehr gut. Und wenn wir hier fundamental die Erde verwüsten. Ach, guck, wie schön das geht. So nämlich. Und dann brauchen wir einen Splitter, das erste Mal. Premiere. Für den ich gleich schon mal das Zeug nicht habe. Zack, 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 zack. Oh, Zahnräder hätten wir ja hier schon, ne? Ja, eigentlich wäre es schlau, die Zahnräder von hier zu benutzen, ne? Komm, wir benutzen die Zahnräder von hier. Bevor die ungenutzt sind, benutzen wir sie. Dazu knippern wir hier das ab so. Dann fahren wir hier hoch ein Level. Wir müssen dann hier lang. Das heißt, wenn ich es richtig gemacht habe, Mann. Fehlt ein bisschen die Hilfslinien hier, die man bei Satisfactory hat. So. Dann die Platten. Die separaten Platten. Das ist Glas. Ist zu verwechseln ähnlich, ne? So. Nämlich hier ein Splitter. Jetzt mal gucken. Kann man da dann so reinfahren? Splitter with four directions. It can split the passing cargo or balance the cargo on multiple conveyor belts. The splitting speed depends on the conveyor belt speed. Man. Use the tab key to switch between different styles and click it to set priorities and filters. Mann, Mann, das funktioniert wieder nicht so, wie ich will. Oder doch? Doch, es funktioniert. Ich muss noch hier auf den unteren rein splittern. Drohnen? Wo sind die Drohnen? Los, Angriff. Hier, dann ganz nach hinten. Nein. Ich komme mit dem BSD nicht klar. Oder war es zu weit weg? Ja, hier haben wir schon Bandsalat jetzt. Bandsalat à la Mama.